Halt die Klappe. Dir anders zu überlegen? Also raus damit dir, du Feigling, sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verdammte. Na gut. Ich kann in meine Richtung. Ich will auf jeden Fall die Pistole gleich mal ausprobieren. Irgendwie das Gefühl, dass die Pistole gleich auch nicht rumsen könnte. Ah, vorbei. Ich glaube, er bleibt hier stehen. Könnten Georgies Jungs sein. Vergiss es. Wenn das Georgie wäre, würden die hier von Königin sich Höchstentaucher überrannt. Lebe dich! Der knallt uns ab! Boah! Der war nicht schlecht. Rösten wir seinen Arsch! Brenn, Digga! Komm so Rock, der kleine uns auf. Hier kannst du dich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Ich gehe in Deckung. Deine Munition ist erledigt, Kleiner! Verstehe. Ihm bringt das Spaß. Jetzt nicht mehr. Hier geht's raus, ja. Exit, wunderbar. Hey, Motherfucker! Wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Zeig dich! Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen? Raus da und findet ihn. Hey, Arschloch! Schick George dich! Scheiße, so nicht. Hört euch den so an. Scheiße, oben haben wir glaube ich einen Scharfschützen. Der könnte das jetzt natürlich ein bisschen ungemütlich für mich machen. Da wohl hin. Lass den Schwanzlutscher weg! Ja! Und gibt es noch mehr, du Dreck! Ich hab keine Angst vor dem Tod. Lass nichts von ihm übrig! Mach hier den guten alten Zeiten! Mir nach! Ich habe mir gerade den Fuß geschossen. Scharfschützengewehr rum. Bietet sich an. Ja, ich glaube, es reicht mit der Waffe. Mit der guten alten Hartmann. Wie am Schnürchen hier. Oh, ein Revolver. Nehmen wir den Revolver mit. Ich glaube, ich nehme den Revolver mit. Na, vorbei. Irgendwie doch nicht. Zu wenig Munition. Alles klar. Wo haben wir sie denn?
glaube, das wäre jetzt ein bisschen mehr. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Scheiße! Kann ich das Ding denn werfen? Ja, friss das. Ah, man muss ja mal manchmal ein bisschen Spaß haben. So. Also wie gesagt, die KI stellt sich auf jeden Fall noch ein bisschen dumm an. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt extra so für den Spielanfang ist. Dass er ein bisschen schwächer ist, die KI. Du hast dich mit dem falschen Weißen angelegt. Gruselbahn. Hier sieht man doch nichts. Ach, im Wasser sogar. Oh, das ist geil. Ich finde das auch sehr geil, wie der Tragegurt der Waffe die ganze Zeit hier so mitschwenkt. Das macht das irgendwie ziemlich greifbar irgendwie. Irgendwie ziemlich greifbar irgendwie, alles klar. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst! Alter. Das ist echt eine geile Inszenierung gerade hier. Das... Boah, das... Dass es so dunkel ist erstens und... Dass ich meine gar nicht sehe durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse, wo ich wirklich hingehen muss, wo irgendwas sein könnte. Ja. Alles klar. Das gefällt mir gerade echt gut, ja. Ja. Alter, was ist er denn für einer? Okay, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Der hustet doch hier, oder? Ja, der komische Priester ist halt nicht mehr da. Dem habe ich gerade den Kopf weggeschossen. Wo ist denn jetzt hin? Ist der gerade... Alter. Ich will hier raus. Das habe ich gar nicht erschreckt. Das war so. Was macht der denn da? Ach, er ist die ganze Zeit hier längs gewandert. Alles verstehe. Okay, jetzt weiß ich, wo der hin ist. Ja, komm. Habe ich das verstanden? Ja, komm. Hau auf mich anzuschreien. Ein Krokodok. Ist da irgendwann jemand? Ne, ich glaub nicht. Hier sind ein paar mehr, oder? Ja, ich höre Schritte. Was war natürlich sehr geil. Baller doch einer die ganze Zeit. Lass
nichts von ihm übrig. Meine Güte, ey. Haben wir irgendwann noch wieder. Ich habe ihm den Kopf weggeschossen. Naja, haben wir irgendwo noch eine vernünftige Beleuchtung, bitte? So. Jetzt kommen wir aus dem Vergnügungsbereich raus. Sollten wir genau in die richtige Richtung kommen. Ah, jetzt sind wir schon am Ende. Ich glaube, ich tritt die Tür einfach auf. Bam! Du kriegst deinen Schwanz tief in deinen blöden Arsch geschoben. Ich kann nicht glauben, dass Gott dir einen Digger herschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Sollen wir ja schnappen? Das heißt, ich kann ihn nicht erschießen. Ups. Was hat er da für eine coole Waffe? Arbeit erledigt. So, Baby, let's go. Hi. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Ach, war das der Dicke? Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt. Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nein! Nicht! Nicht! Bitte! Hör zu! Hör zu! Es ist doch Brauch, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Oh, wie geil. Geile Sache. Da hängen wir ihn mal auf, ganz kurze Art und Weise. Oh, wie geil das aussieht. Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Krasse Sache. Sehr nice. Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Gerade das Ende. Da hat man eben so richtig nochmal den blanken Popo ins Gesicht gedrückt. Also sehr nice. Da können wir unten auch schon Erfolge freigeschaltet, Errungenschaften. Ist so viel ein Boot hier wegfahren. Scheint am Scherzen zu laufen. Vielleicht hört er ja gerade zu, wie die Polizei einen Gewalttäter.
hinabgestoßen werden. Bei einem der ihren so versagen. Bevor ihr jetzt den Kopf schüttelt, mit den Finger deutet und mir zustimmt. Ich bin echt eine lange Route gefahren, damit man dem Radio ein bisschen zuhören konnte. Gucken wir irgendwie nicht hoch. Also, ich weiß nicht genau, das Radio war bei mir auch ziemlich leise. Ich kann es natürlich versuchen, im Nachhinein noch ein bisschen lauter zu machen für euch. Ich weiß nicht genau, was da gesagt wurde, aber ich würde es ein bisschen anders. Würden wir gesucht werden? Also ob man, also dass man wissen würde, wer wir sind, quasi, so ein bisschen. Und man ist uns ein bisschen auf der Versuche nach uns. Ja, und ich begebe mich jetzt natürlich wieder zu Cassandra, sage ihm, dass Richie Duquette tot ist. Ja, und wie gesagt, ich fand diese Passage ziemlich geil. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Set hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Die sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Hier mal wieder neue Aufträge. So haben wir es natürlich gern. Bezirksübergabe, du weißt jetzt, dass du weißt jetzt, Cassandra diesen Bezirk zu. Jeder Unterboss will sein Einkommen verbessern. Daher werden sie dir Waffen- und Fahrzeugverbesserungen gefallen und ebenso die Dienste ihrer Verbündeten anbieten. Die Kosten für den nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Alles klar. Aktuelles Einkommen, Pipapo, Einkommensplus, keine Ahnung. So, einfach Enter. Enter. Cassandra zuweisen. Alles klar. So. Ich glaube, jetzt haben wir da eine ganze Palette von neuen Aufträgen gekriegt. Schön, dich zu sehen, also, ich würde auf jeden Fall nicht nur einer sein. Ja, also was ich jetzt noch abschließend zur letzten Passage sagen wollte, ich fand sie echt nicht schlecht. Diesen Lauf, diesen war natürlich ein relativer Schlauch. Man hat sich ja am Anfang hatte man unterschiedliche Wege, aber am Ende ist man klar nur noch einen Weg gelaufen. Aber zu viel wäre natürlich auch zu viel des Guten, würde ja die Entwickler ja auch ein bisschen überfordern. Aber es hat mir allem gut gefallen. Plus die KI ist halt irgendwie ein bisschen zu dämlich. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, die KI stellt eine Bedrohung für mich dar. Insofern, vielleicht wird das ja noch anders. Ich gebe die Hoffnung erstmal noch nicht auf. Können wir ja auch mal den Schwierigkeitsgrad hochdrehen oder so. Eine Wäscherei. Fahr auf der Straße. Ich park hier, Affe. Pass auf, jetzt wird es wieder heiß. Zack. Hier wollte ich mal kurz den Abhörapparat anbauen.